hoch. Mal kurz was schreiben. So. So, neue Stadt des Feuers. So, 7. Wir haben schon mal die Hälfte der Scherben dann eingeholt. So, dann haben wir auch die Scherben eingeholt. Wenn man mal bedenkt, das hier war mal alles Wasser. Die haben das zugestellt, dass man natürlich sieht, dass das mal vielleicht alles mal mehr war in der Wüste. Also ich finde es fantastisch, solche Gebiete. Trotzdem, dass ja viel in Kritik, viel Kritik einstecken muss, ist in Position. Einmal hier. Ich glaube einmal hier. Gehen wir erstmal hier hin. Hier dann noch das Feuer.
Laufen wir einfach mal außen herum. Warum spawnt die ganze Kacke hier eigentlich? Ich glaube, jetzt haben wir ziemlich viel von den Waages. Wow, wir haben ja schon alles, außer also jetzt noch dieses eine da und dann haben wir dann alle Scherben eingesammelt. Gee, dann können wir dann auch anfangen mal bei der Hauptquest vorbeizuschauen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir eine Ausrüstung zusammenstellen mit den Leuten. Ich glaube, mit der Gruppe hier, wie ich es jetzt hier habe, werde ich wahrscheinlich dann. Ja, aber nicht mit Dorian, vielleicht mit Zauberis. Er kennt sich halt die Sachen mit ihm nichts aus. Was zum Grünen? Ich bin Putze. Ja, jetzt muss es jetzt mal mit dem Todesputzen mal schaffen. Na, doch nicht. So, ansehen. Eins. Zwei. Thank you.
denn die nächste Tür von mir nicht voll? Aus und vorbei! Genau. Das wird nicht. Schön gerade zu. Ah ja, da ist es ja schon. So, dann haben wir die Schert und der Kraten dann abgeliefert, dann haben wir das ja auch mal soweit fertig. Dann würde ich mal sagen, sollen wir mal zur Hauptquest gehen. Ich muss wirklich auch mal sagen, top gemacht. Alter. Alter, also ich muss wirklich sagen, auch wenn ich das Spiel seitdem die ganze Zeit zocke, finde ich immer dieses Raum der Sonne und die Hände und. Habeck. Ich hoffe, dass es nachher etwas besser wird. Vielleicht noch ein bisschen die Steuerung und noch ein bisschen da ein bisschen die Backen. Am besten wäre es mir lieber, wenn ihr auf den Nachbarn habt. Oder am besten irgendwas hinstellt, wo man, wenn man Sachen freiwillig nochmal suchen möchte, dass dann halt das dann dafür sorgt. So, wir gehen jetzt mal zu Hawk und zu Swout. Die stehen da jetzt. Und genau, was passiert. Gut, dass ihr hier seid, Inquisitor. Ich fürchte, sie haben bereits mit dem Ritual begonnen. Ich wette, das ist Blutmagie. Das erkennt man schon am Geruch. Und den Leichen. Ihr geht vor. Ich gebe euch Deckung. Hawk mal mit dem Bogen. Ist auch mal nichts Neues. Ich hab gedacht, mal endlich mal mit zwei Schwertern, aber. Jo. Ach du Heilige. Nein, wartet! Kommandantin Clarells Befehle waren eindeutig. Sie ist falsch. Denkt an euren Eid. Siegreich im Krieg, wachsam in Friedenszeiten, opferbereit. Es tut mir leid. Im Tode. So. Gut.
jetzt bindet ihn, wie ich es euch gezeigt habe. Inquisitor, welch unerwartetes Vergnügen. Lord Livius Arimond von Virantium, zu euren Diensten. Ihr seid kein Wächter. Aber ihr... Ihr seid derjenige, der Clarell entkommen ist. Und jetzt wollt ihr und der Inquisitor mich aufhalten. Nun, ich bin sehr gespannt. Ich fürchte eure Freunde nicht. Ich habe schon früher Dämonen getötet. Wenn ich jetzt auch noch ein paar Wächtermagier töten muss, ist es ebenso. Mann, Deckwohl. Ja, ich denke, ein paar werdet ihr wohl töten müssen. Wächter, Hände hoch! Hände runter! Korypheus beherrscht ihren Verstand. Sie haben sich das selbst angetan. Wisst ihr, der Ruf hat den Wächtern Angst gemacht, also suchten sie überall nach Hilfe. Sogar in Teewinter. Ja, und da mein Meister den Ruf in ihre kleinen Köpfe gepflanzt hatte, waren wir Venatori bereit. Voller Mitgefühl ging ich zu Clarell und gemeinsam ersannen wir einen Plan. Eine Dämonenarmee aufstellen, in die tiefen Wege ziehen und die alten Götter töten, bevor sie erwachen. Ah, das hat mir der Dämon gezeigt. Korypheus, der mit einer Dämonenarmee durch Orlais zieht? Genau das wurde mir in der Festung der Sucher gezeigt. Und jetzt wisst ihr, wie es beginnt. Das Bindungsritual, das sich die Magier der Wächter lehrte, hat leider einen Nebeneffekt. Sie sind jetzt Sklaven meines Meisters. Das hier war nur ein Test. Sobald die restlichen Wächter das Ritual vollzogen haben, wird unsere Dämonenarmee ganz Thedas erobern. Okay. Nachforschen. Was habt ihr davon? Wollt ihr die Welt wirklich der Verderbnis zum Fraß vorwerfen? Was habt ihr davon? Der Älteste beherrscht die Verderbnis. Er wird nicht von ihr beherrscht, wie die stumpfsinnige dunkle Brut. Und wer denkt, die Verderbnis sei unkontrollierbar, der irrt. Sie ist einfach nur ein Werkzeug. Irgendjemand hier ist definitiv ein Werkzeug. Ja, genau. Und was mich betrifft, während der Älteste aus der goldenen Stadt heraus herrscht, werden wir, die Venatori, seine Gottkönige auf der Welt sein. Oh Mann, Zufallpläne kann man doch nicht sein hier. Nachforschen. Korypheus hat das bewirkt. Also hat Korypheus die Wächter beeinflusst und zu diesem Ritual getrieben? Getrieben? Nein, alles, was ihr hier seht, die Blutopfer, um die Dämonen zu binden. Die Wächter taten es aus freien Stücken. Angst ist ein starker Antrieb. Und sie waren äußerst verängstigt. Ihr lügt. Die Grauen Wächter sind Helden. Sie würden so etwas niemals aus freien Stücken tun. Ja. Den Grauen Wächtern geht es allein darum, Verderbnisse aufzuhalten. Und dafür würden sie alles tun. Ihr hättet sehen sollen, wie sich Clarell mit der Entscheidung gequält hat. Die Bürde des Anführers, nehme ich an. Nachforschen, die alten Götter tun, warum? Warum sollten die Wächter versuchen, die alten Götter zu töten? Eine Verderbnis beginnt, wenn die dunkle Brut einen alten Gott findet und ihn durch ihre Verderbtheit in einen Erzdämon verwandelt. Würde sich allerdings jemand durch die tiefen Wege kämpfen und die alten Götter töten, bevor sie verderbt werden können? Puff! Keine Verderbnis mehr. Niemals. Die Wächter geben ihr Leben und retten die Welt. Ich fürchte nur, jetzt wird man sich doch ein wenig anders an sie erinnern. Warum Dämonen? Warum sollte Clarell riskieren, Dämonen einzusetzen? Dämonen müssen nicht essen, ruhen oder heilen. Sobald sie gebunden sind, werden sie niemals zurückweichen oder einen Befehl in Frage stellen. Sie sind die perfekte Armee, um sich durch die tiefen Wege zu kämpfen. Oder durch Orlais. Nun, da sie an meinen Meister gebunden sind. Lasst die Wächter gehen. Befreit die Wächter von der Bindung und ergebt euch. Ich sage es euch nicht noch einmal. Nein, das werdet ihr nicht. Der Älteste hat mir gezeigt, wie ich mit euch fertig werde, falls ihr töricht genug seid, euch erneut einzumischen.
Dieses Mal, das ihr tragt? Der Anker, der euch unbeschadet durch den Schleier lässt? Ihr habt ihn meinem Meister gestohlen. Er war gezwungen, nach anderen Wegen ins Nichts zu suchen. Wenn ich ihm euren Kopf bringe, wird sein Dank Ja, das hätte ich jetzt grundsätzlich nicht gedacht, ne? Ja, sieht der so aus? Tötet sie! Oh, wie kann ich das gut haben? Ja, komm. Tötet sie alle! Das lief ja gut. Ihr hattet recht. Durch ihr Ritual sind die Magier jetzt Korypheus Sklaven. Und die Krieger der Wächter? Ja. Oh, richtig. Nun, für wahre Blutmagie muss natürlich auch jemand geopfert werden. Sie wurden getäuscht. Arimond hat die Wächter belogen. Sie haben nur versucht, künftige Verderbnisse zu verhindern. Mit Blutmagie und Menschenopfern. Die Wächter lagen falsch, Hawk. Aber sie hatten ihre Gründe. So wie alle Blutmagier. Jeder hat eine Rechtfertigung für seine falschen Entscheidungen. Und nie ist sie von Bedeutung. Letztlich zählt allein das, was man getan hat. Ich denke, ich weiß, wo die Wächter sind, euer Gnaden. Arimond ist in diese Richtung geflohen. Dort liegt eine aufgegebene Festung der Wächter. Adamant. Ausgezeichnete Arbeit. Das klingt plausibel. Die Wächter und ich werden Adamant auskundschaften und sicher gehen, dass die anderen Wächter dort sind. Wir treffen uns dann in der Himmelsfeste. Und natürlich haben wir es geschafft. Ging es also traditionell. Dafür war jetzt doch Blackwall nach dieser Entscheidung. So. Habe ich jetzt noch einen Punkt dazu gekriegt jetzt? Nee. Ich traue diesen Rettel nicht, von dem Clara redet. Seid ihr sicher, dass es ungefährlich ist? Habt ihr die Jebrudin eingesetzt? Mich kümmert nicht, was die Kirche sagt. Ich bezweifle ohnehin, dass sie den Beitritt gutheißen würde, wenn sie alles um uns wüsste. Aber meine Familie hat im Namen der ganzen gegen Sklavenhändler aus der Hände gekämpft. Und dieser Arimond klingt nach allem, was ich im Reich falsch läuft. Ich werde bei euch, eurer Rückkehr auf euch warten, wenn ihr mir dann in den Augen sehen und ihr mir sagen könnt, dass das Ritual ungefährlich ist, werde ich ein Wort darüber verlieren. Wenn nicht, kommt bitte einfach wohlbehalten zurück. Alles graue Wächter um sich geopfert. So, dann haben wir 20 von 29 die Flaschen. Und natürlich hier die Beanspruchung. Das heißt, wir haben die Beanspruchung fertig. Und wir haben ein Ausrufezeichen. Dann gehen wir mal zur Kirche und füge fest.